Hallo und herzlich willkommen zurück zu Darkest Dungeon, der Crimson Curd. Ich wollte schon wieder Dark Souls sagen. Ich habe gerade 30 Sekunden aufgenommen, dann hatte ich einen schönen Frosch im Hals. Und jetzt fast wieder das gleiche. Ja, in der letzten Folge haben wir einen kleinen Veteran-Dungeon gemacht. War jetzt nicht wirklich so viel, bis auf dass es mir fast das Knick gebrochen hat, weil dezent die Kreuzfahrer meinten, ich drehe durch AMK. So, das hatte ich glaube ich alles schon gemacht, ne? Genau. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen Porträts holen. Und ich habe auch gerade schon so überlegt für mich selber, wenn ich mir so die Gruppe angucke, ich habe noch 3 Stück, die Level 1 und 0 sind, ne? Problem an der Sache ist, erstens ist kein Heiler drin und zweitens, wie soll ich mit denen noch da durch die Dungeons gehen? Zu dritt ohne Heiler? Ne. Deswegen kam mir die Idee, hey, du könntest doch eigentlich mal den Darkest Dungeon machen. Wir sind die Flamme, ja schön, es ist mir relativ egal. Weil wenn ich mich stehen gemacht habe mit 4 Level 6ern, haben die eine wunderschöne Fackel, ich glaube rechts daneben oder hier, ich weiß es nicht genau wo. Und dann fallen die aus dem Raster raus. Das sind dann 4 Helden, die drinne sind, aber die zählen nicht mehr zur Kapazität da oben da rein. Deswegen ist es eine Überlegung, weiter mal reinzugehen. Wir gehen zum Gepäck. Wir haben ja in Erfahrung gebracht, dass es ratsam ist, Essen mitzunehmen. Wir nehmen 2 Kräutertz mit, 3 Schlitzel, ein Stack Schoffeln, 2 Stacks Fackeln. Reicht es? Weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Nehmen wir das hier noch mit. Ja, aber wir haben 101 Blut, sehe ich gerade. Ja, nice. Ja, wird schon reichen. So, als erstes kriegst du die Kerze und Le Kopf. Du kriegst Damage. Dieser vergesse ich es nicht. Haben wir noch irgendwas, was Damage erhöht? Nee. Doch, hier ist ein Sonnenring. Dann kriegst du noch einen Sonnenring. Dann kriegst du noch die Kerze. Du kriegst auf jeden Fall dein Pornoheftchen und einen schönen Kopf. Was du damit tust, möchte ich nicht wissen. Du nimmst deine Tierkotze und dann die Ouvertüren-Spieluhr. Und ich würde sagen, wir brechen auf. Ja, da sind wir wieder. Wenn es mal fertig geladen hat. Mit schönem Kaffee am Start. Der auch mal sein muss. Da am Wochenende immer ein Kaffee gut ist. Are you fucking serious? Fängt gut an. Ich habe noch einen Mod reingepackt. Aber keinen, der einen Skin beinhaltet für Helden. Sondern einen Skin für... Aber wir gehen drauf ein, wenn es soweit ist. So, wie sieht's denn aus? Könnten so gehen? Aber das wäre, glaube ich, ein bisschen spät fürs erste Campen. Ja, wir schauen mal, wie sich's entwickelt. Den Goldraum gehen wir jetzt auf jeden Fall noch nicht ab. Und ich habe gefällt, wenn du musst looten. Ach, ist egal, es sind ja nur potenziell 3500 Gold, die ich gerade in den Sandwind geschossen habe, ne? Nun gut. Tschüss. Be gone, Fiend. Be gone, Fiend. Wäre viel lustiger, wenn die das so machen würden. Schalitz. Donnerwetter. Donnerwetter. Ja. Erstmal kritisch selber heilen. Kann man mal machen. Schuss. Destroyed. Destroyed. Ja Mensch, man könnte meinen, da ist Essen drin. Essen und Gold Supplies. Gold nehme ich immer. Mann, ich habe schon wieder falsch gemacht. Ich habe die doch angeklickt. Ja, dann hier.
Das fängt nicht gut an. Was war das nochmal? Man kann einen positiven Perk kriegen. Mensch, du hast eine mit Weile. Ja, das ist natürlich nicht so geil. Stress. Naja, das ist halt so wild. Damit kann man leben am Anfang eines Dungeons. Okay. Hello. Spirits are lifted. Is it me you're looking for? Nom 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 nom. Lel. So. Schuss. Jetzt musste ich gerade irgendwie bei dem Crit an ein Video denken, das mir der gute Drachenmann gestern zugeschickt hat. Bei dem kritischen Treffer. Aber so eine scheiß Explosion. Warum tut man sowas? Das triggert doch die Leute instant zum Lachen, ey. Schön. So. Ich habe mit Tante Emma geheilt, mit der Sammeltante geheilt. Wundert mich irgendwie. Aber es hat sich gepasst. Tschüss. A trifling victory. But a victory nonetheless. Ja. Das nehmen wir definitiv mit. Dafür werfen wir weg. Rösterle. What the fuck? Da sind einige Sandkämpfe. Gut, wir schauen mal. Ich könnte hier. Es sind dann 1, 2, 3 Kämpfe. Dann könnte ich hier campen. Dann nehme ich das hier so, gehe in den Goldraum, campe dort, nehme das Ding hier und dann laufe ich, dann mache ich den Rest. Klingt doch nach einem Plan, ne? Gut, dass ich jetzt das Wasser benutzt habe. Okay. Was kann man da für eine Krankheit kriegen? Random Disease. Also es ist. Ist es irgendeine? Hello. Vier bis sieben. Boah, wenn du bei allen sieben Damage machst, dann wäre das so witzig. Oh. Schade. Dünne Wetter. Ja. Gift. Ja, halb so wild. Dann vergiftet's nicht mal. Weißt du was? Piss dich. Schieß. Bitte Heiler. Goddammit. Destroy them all. Wappen brauche ich zwar auch, aber da verzichte ich erstmal drauf. Ich habe gerade überlegt, komm, wirfst du den Jade weg. Gut, dass ich es nicht getan habe. So, was ist da drin? Ich kann bis. Gut, der Negativ-Quirk. Ja. Okay, gut. Okay, das hat eine 33%ige Chance. Oh, das ist nicht schlimm. Was ist das denn für ein Kampf? Das ist doch schon fast unfair. Ey. Tschüss. Büsten brauche ich auch. Okay, wir nehmen die Büsten mit. Regnet es gerade? Ja, es regnet gerade. Schönen Schluck Kaffee. Ey, was geht denn hier ab? Schuss. Schön von unten. Vom Lümmel, von der Lümmeltüte unten. Na gut, nicht Lümmeltüte. Vom Lümmel schön nach oben durch. Stelle ich mir schmerzhaft vor, wenn ich ehrlich bin.
Ich rieche einen Peitschensturm. Mein Geruchssinn hat mich nicht enttäuscht. So, Schlitz. Ich verfehle nie mein Ziel. Lulu la la lu. Wer von euch hat One Piece geguckt, der weiß genau, woher das kommt. Ach ja. Der Sogeking. Größte Lappen, ey. Oh. Wenn das Blut jetzt, ganz ehrlich, ich nehme das sogar mit. Einfach nur zur Sicherheit. Falls wirklich jetzt einer infiziert werden sollte. Schlüssel behalte ich mal für vielleicht was Besseres. Okay, scheiß auf Büsten, wir gehen in den Porträts hier rein. Der Sogeking. Meine Intuition hat mich nicht im Stich gelassen. Ich hab's mitgenommen, das Blut. Ich wusste genau warum. Oh shit. Perfekt. Jetzt sind es zwar noch zwei, aber wir nebeln die Gruppe hoch. Ich hoffe, es kriegt jetzt keiner. Oh Gott. Okay. Okay, das ist egal. Gut, schön, dass ihr jetzt beide vorne steht. Finde ich nämlich schön. Schön gemütlich. Ja, ich hätte auch einzeln hier machen können, aber der Gruppen hier fand ich jetzt gerade besser. Falls nämlich ein kritischer Treffer kommt, kriegen die Stress weniger. Immer schön mitdenken. Alter, du bist so langsam, ey. Ja, ey, come on, man. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Und genau deswegen habe ich das Blut mitgenommen. Geil, hier, komm. Nimm dir eine schöne Blutung. Ja, nice. Damit gehen wir weiter. Weißt du, ich hätte ja weniger Probleme damit, wenn es wenigstens die Barbarin oder der Highwayman Wegelagerer gekriegt hätte, ne? Hätte ich weniger das Problem. Aber ein fucking Heiler? Der heilt dadurch nicht mehr. Es ist genauso wie mit der Antiquarin. Ich habe irgendwie immer ein Pech, dass die Ersten, die das erwischt, haben eigentlich keinen Nutzen davon. Ja, okay, gut. Mögen jetzt viele sagen, du hast Unrecht. Habt ihr recht. Sie kriegen Geschwindigkeit, das war's. Und mehr Leben, glaube ich. Aber da kann ich drauf verzichten. Das nehme ich dann lieber auf einem, der wirklich einen Nutzen davon hat mit Damage. Baby. Naja. Jetzt ist die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Fanatiker? Vielleicht weiß das ja irgendeiner. Normalerweise ist es ja, wenn ich es jetzt richtig zusammenbaue, so, sobald die Meldung kommt, jo, der Fanatiker ist, jo, hier ist so irgend so ein Hurensohn unterwegs, der deine Gruppe töten will. Beziehungsweise seinen Job nachgehen. Ja, okay. Das triggert ja nur, wenn ich einen mit dem Fluch mitnehme. Aber jetzt hat er den Fluch im Dungeon gekriegt. Triggert das dann auch den Fanatiker? Blutgedrängt der herausgerissene Seiten eines Tagebuchs. Schön. Ein Esstisch. Schön. Hier wollte ich campen jetzt, ne? Dann so. Ja, komm, machen wir mal. Und hier ist der Skin. Schöne Bonfire aus Dark Souls. Das fand ich eigentlich ziemlich cool. Der Mod kam leider erst Anfang September rein. Ich habe den, glaube ich, gestern danach geguckt. Dann habe ich das mitgenommen. Was ist das denn? Ein Gefährte. Alter, wie geil ist das denn? Das ist ja richtig gut. Für 2 Punkte? Nun gut, wir schauen mal. Als erstes mal das hier. Dann das hier. Dann machen wir ein Accessoire. Gibt gut Geld. Eingefährte Präzision und Ausweichen. Das könnte ich der Barbarin geben. Oder ich gebe das ihr. Kannst du dir selber nicht geben.
Was hast du noch? Ich fand dieses Rezept in fernen Landen und es wirkt Wunder. Oh, Essen nehmen wir auch noch mit. Okay, tschüss. In Radiance, may we find victory. In Radiance, maybe we find victorious. Watch your step. Watch your step. Echt mal, Alter. Hello, okay, gut. Geil, alle Kuriositäten werden mitgenommen. Ah. Das ist ziemlich 80%, das ist ziemlich hoch. Ja, war risikoreich, ich weiß. Ich weiß, aber ich tue es trotzdem. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, komm mal einfach. Wir lassen hier jetzt mal nichts stehen und liegen heute. Wir nehmen mal alles mit. Da ist so eine Säule. Was macht die denn nochmal? Guck ich gleich, wenn die dran sind. Falls sie dran kommen. Schlitz. Schlitz. Peaks. Oh. Nun gut. Eine Säule mit Schädel. Es gibt einen Buff. Schlüssel. Gibt einen Buff, Schaden, Präzision und Crit. Niemand blutet. Brüste brauchen wir nicht. Eigentlich schon, aber... Knochenaltar. Ein düsterer Altar. Mit ausgestellten Totenschädeln. Von ihm geht eine befremdliche Macht aus. Schaden, Präzision, Crit. Bis zum Lagern. Gut, da ich ja sowieso im Goldraum lagern wollte, hat es jetzt nicht wirklich einen Nutzen. Aber es macht nichts. Würde ich jetzt mal zurückgehen? THX Beach. Ich bin echt dazu verleitet, die Kämpfe mitzunehmen, ne? Okay, das ist nix. Ja, die Kämpfe mit. Warte mal, kann da auch was drin sein, wenn ich nichts benutze? Tatsächlich, da kann Gold drin sein. Also. Tipser. Ne, wie heißt das auf Englisch? Tippler, nicht Tipser, Tippler. Will im Dorf nur trinken. Ja, ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Yay. Gehe ich hier lang, dann hier, dann hier. Dann gehe ich da hin, okay. Und dann kann ich wenigstens noch den Buff ausnutzen, den ich gerade gekriegt habe. Ja, passiert. Ei. Passiert. Schlitz. Passiert. Ja, gut. Kann man mal machen. Dreckige Zwein, du. Nein, nicht nach hinten. Wobei, es ist eigentlich egal. Remind yourself that overconfidence. This is low and insidious killer. Ich glaube, ich nehme jeden Kampf mit. Ich meine, der Buff, der lohnt sich. Es sind noch zwei Kämpfe, dann ist ihr Buff auch ausgelaufen, den sie vom Campen gekriegt hat. Ja. Ach, Banditen. Lappig, läppische Gegner. Tschüss. Ja, 7 Schaden. Machst du nicht. Blenden wir. Ich bin geblendet.
What? Anscheinend war er doch geblendet. Hat mich ja nicht getroffen. Tschüss. Gib mir euer Loot. Alleine für das eine Porträt hat es sich schon gelohnt. Ja, bist ja schon Säufer. Da macht das eine auch nichts mehr aus. Oh, den Kap. Den Kapfen nehmen auch noch mit. Schön on point getötet. Bomb in die Night. Donnerwetter. Schön. Läuft doch gerade sehr gut. Noch mehr Gold. These nightmarish creatures can be felled. They can be beaten. Ich um meine Ordnung, ey. So, dann gehen wir jetzt zum Goldraum. Das benutzen wir ausnahmsweise mal nicht. Den nehmen wir mit. Schön. Naja. Nun gut. The True Test. The True Test. Schön. Wir werfen weg. Wir campen erstmal. Aber dann nehmen wir den hier. Brazen. Schmeißen die vier weg. Nehmen noch einen. Schmeißen wir die Fackeln weg. Okay, also. Du nimmst dir deinen Buff. Du nimmst die Glocken. Du. Das ist ein bisschen wert, ne? 1750. Wäre halt schon ganz schnieke, aber ich wüsste nicht, was ich wegwerfen soll. Deswegen. Doch, das geht. So kann man es machen. Dann buffst du sie nochmal, um gegen das Ding hier anzukommen, ein bisschen. Und eine Fackel. Kann man nicht benutzen, nehmen wir nicht mit. Und gute Nacht. Schön. Willst du das Buch aufmachen, Sammeltante? Okay, komm, mach. Ja gut. Sie hat gesagt, sie will es aufmachen. Das hat sie nun davon. Noch eine Karte. Ja. Okay, ich wusste nicht, ob ich schneller bin, deswegen habe ich sie lieber mal gestern. Ich werde dein Herz verschlingen. Okay. A singular strike. Ja, Zitrin ist nicht schlimm, das ist eh nicht viel wert. Okay, es sieht aus, als wäre das der letzte Kampf. Deswegen. Haben wir das hier nicht gesehen? Nehmen wir natürlich den längeren Weg. Ah, jetzt habe ich voll gegen das Mikrofon geschlagen. Hab mir nur ins Auge gejückt. Wollte eigentlich schnell wieder zur Tastatur und habe ich natürlich das Mikrofon mit meinem Weg gehabt. Mensch, das geht ja gar nicht klar hier. Das geht ja gar nicht. Schaufeln brauchen wir nicht mehr. Boah, das macht nichts. Food haben wir noch genug. Essen haben wir genug. Schalalalala. Beute. Nice. Ist zwar wasted, weil sie steht eh nicht in fitter Position. Außer sie wird überrascht.
Aber, ja. Besser mal was weg, als das Zeug wegzuschmeißen. Wäre auch schwachsinnig. Boah, der ist schneller. Eine Geschwindigkeit. Sie hat zwei. Ah, warum musst du sagen? Ach, Eile mit Weile. Alter, das muss weg. Alter, nur zwei Geschwindigkeiten in der ersten Runde. Das ist verdammt scheiße. Ich meine, ich sag's mal so. Jetzt geht's noch. Noch ist es in Ordnung. Aber wenn ich hier irgendwie Gegner habe, die eklig sind, möchte ich schon das Ausweichen direkt hochpfeffern, bevor die dran sind. Dieser Schrein kann ich nicht aktivieren, weil ich kein heiliges Wasser mehr habe. Weil einfach so benutzen werde ich ihn nicht. Das ist schwachsinnig. Tschüss. Okay. Ausweichen. Okay. The light, the promise of safety. Nice. Oh, das tat irgendwie gut. Dieser kritische Treffer. Ich weiß auch nicht warum. Nice. Doppelcrit. Tja. Es ist jetzt noch ein Raum. Okay, gut, hast gewonnen. Ich schmeiß die Fackeln weg. Das Ding werde ich nicht benutzen. Denn. Moment. Das lohnt sich wirklich nur mit einem Heiligen, mit Holy Water. Geweihtem Wasser heißt es, glaube ich, hier. Wenn man nichts benutzt, kriegt man entweder Stress, einen negativen Perk oder es passiert gar nichts. Also werde ich es auch ganz gar nicht benutzen. Ha. Zweimal ist das Dreckvieh hier. Oh ja, gut. Oh, scheiße. Tut mir leid, aber wir haben leider keine Fackeln mehr. Ja, Mensch, was mache ich denn jetzt nur? Das ist ja mal ungünstig gelaufen. So ein Pech aber auch. Jetzt kann ich ihn ja gar nicht mehr versuchen. Ich hätte ihn bestimmt getötet. Vor allem mit meiner gebufften Gruppe, die alle vollgeheilt waren und nahezu null Stress, schaffe ich den bestimmt. Gut, mit ihrem Stresslevel hätte ich sowieso nicht probiert, davon mal abgesehen. Weil ich schon auch echt gern so eine zweite Kerze hätte. Wahrscheinlich sollte man den wirklich in den Low Dungeons machen, wie hier jetzt, weil er da wesentlich einfacher ist. Vielleicht ist das ja der Trick dahinter. Es mag sein, dass es auch funktioniert in den späteren Dungeons. Gar keine Frage. Sage ich nichts gegen. Aber ich glaube, in den Anfangs-Lehrlings-Dungeons ist es am wesentlich einfachsten. Oder ich hatte wirklich ein Arschglück, dass ich die Kerze rausgekriegt habe. Das weiß ich nicht. Die Tropfchancen habe ich nicht im Kopf. Ja, das ist der letzte Raum, ne? Dann nehmen wir die Wappen mit. Nee, nee. Fackel wollen wir noch probieren. Ancient traps lie in wait. Okay. Unsprung and thirsting for blood. Their squeals fade. Their confidence is shaken. Schön, und nochmal schön ein bisschen Geld. 11 Porträts. Finde ich eigentlich ganz okay. Könnte natürlich mehr sein, aber muss man halt durch. Schön. Wieder über 40.000 Öken gemacht. Du hast eine Krankheit gekriegt. Hysterische Verblendung. Und ein Schläger. Das ist geil.
Das ist wirklich gut für die Satanophobie. Launenhaft. Robust. Okay. Da sind auf jeden Fall einiges an Dinger dabei, die ich nicht haben will. Smogonius hat sich gegeißelt, den Stress um 81 verringert und ist nicht mehr masochistisch. Schön, Drachenmann ist nicht mehr bluterkrankt. Eile mit Weile ist weg. Und die Hylomanie ist auch weg. Okay. Wer hatte noch irgend... Hier, du hast es noch, ne? Eile mit Weile. Okay, Eile mit Weile. Tschüss. Du darfst da jetzt nicht rein, auch wenn Launhaft weg muss, musst du noch leider warten eine Woche. Du bist krank, du kriegst das hier weggemacht. Du hast gegen unheilig und Schaden in plus Schaden in Meereshöhlen. Nee, ich mach das hier weg. Nun gut, das Geld sieht fantastisch aus. Möchte ich an dieser Stelle mal nochmal bemerkbar machen. Das Ding wollen wir nicht. Das Ding wollen wir nicht. Das Ding wollen wir nicht. Schön. Wirklich, wirklich schön. Das Geld klingelt mal wieder in der Kasse. Wir schauen mal, was wir als nächstes haben. Oh. Den Gott der Schweine. Was? Plus 50% Widerstand gegen Betäuben und plus 10 Ausweichen. 30 Wappen. Ja. Töte einmal Gott der Schweine. Den könnten wir wirklich machen. Oh mein Gott, das Ding ist auch mega fett. Das Ding ist wirklich gut. Ansteckung Mitte. Es ist auch so... ich weiß gar nicht, wie hoch das Level geht von den einzelnen Gebieten. Es ist nur bis 6 oder 7. Auf jeden Fall könnten den echt machen. Wie würde denn die Gruppe aussehen? Aua. Auf jeden Fall brauche ich welche, die eine hohe Stun-Resistenz haben. Er hat eine verdammt hohe. Also du gehst schon mal mit. Du hast doch hier Schaden gegen Fette. Nur selbst, plus Schaden gegen Größe 2. Gezielt ausschalten. Das lernst du jetzt als erstes Mal. Gezielt ausschalten. So, muss ich das noch ausrüsten? Ist schon, okay. Also, du gehst da noch mit. Hast du eine hohe Stun-Resistenz? 90%. Das ist sogar gar nicht mal schlecht. Nehmen wir dich noch mit. Und noch einer nach Front. Vielleicht einen, der stunt. Yimyam wäre ja nicht schlecht. Kann man die mitnehmen. Schön die Stunt-Ring jetzt hier angelegt. Noch 65% dazu. 65. 205%. Und er hat auch eine hohe Resistance. Die haben alle eine sehr hohe Resistance. Er hat sogar einen Perk dafür. Harter Schädel. Ja gut, ich denke, mit der Gruppe kann man das, denke ich, machen. Aber wir schauen mal. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es mich wissen. Und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss.